Vielen Dank auch den Organisatoren für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Und nachdem wir nun heute Morgen gehört haben, wie komplex das menschliche Gehör ist und nachdem wir von Norbert Dilje gehört haben, dass man sich dann in der Kompensation über modellbasierte Ansätze eben dem auch nähern kann, muss ich Sie jetzt sozusagen auf den Boden der Tatsache und den Boden der Realität zurückholen, wenn wir uns damit konfrontieren wollen, was denn moderne Hörgeräte aktuell leisten in Sachen Kompensation und Substitution. Und ich tue das jetzt mal in der ganz elementaren Form, nämlich wie der Medizinstudent im fünften Semester sich der Frage nähert. Der fragt nämlich im Blockpraktikum der HNO, donnerstags 14.30 Uhr, fragt er, nachdem 2 Stunden über Hörgeräte geredet wurden, fragt er, was machen Hörgeräte eigentlich? Und dann guckt man den an und dann fragt man sich, wie viel Technik kann ich dem jetzt zumuten? Dann entschließt man sich meist zur Kurzfassung und sagt, Hörgeräte machen lauter, Hörgeräte verstärken. Dann guckt man den nochmal an und wenn der nicht weiter fragt, dann war es genug. An der Stelle wollen wir jetzt aber heute eben nicht aufhören. Wir haben jetzt alle gelacht und das wollte ich jetzt auch. Den Kern der Sache hatte man dem ja dann mit dem einen Satz eigentlich schon gesagt. Und wir werden gleich feststellen, dass das wirklich schon der wesentliche Teil war. Aber wie gesagt, damit wollen wir es nicht bewenden lassen. Wir wollen uns, ich schicke Sie jetzt nicht nach Hause, wir wollen zunächst kurz uns überlegen, welche potenziellen Funktionsstörungen gibt es denn? Welche Lösungsansätze sind in modernen Hörgeräten drin? Die waren in dem Beitrag von Norbert Dilje eigentlich schon enthalten, neben all den Möglichkeiten, die mal in zukünftigen Hörgeräten drin sein werden. Dann will ich ganz kurz einige Ergebnisse einer Studie zeigen, die auch ein bisschen ein Licht darauf werfen, was Hörgeräte nun praktisch heute können und auch was sie nicht können und ein Fazit ziehen. So, potenzielle Funktionsstörungen, da guckt man einfach jetzt entlang der auditorischen Hörbahn von unten nach oben, in dem Falle also von oben nach unten, was kann denn alles so schief gehen am Gehör? Und da bediene ich mich einer Übersicht, die auf eine Zusammenstellung von Birger Kollmeier zurückgeht, die ich dann ein bisschen modifiziert habe, also dem Thema angepasst habe. Also es kann im Mittelohr was passieren, dann ist das sozusagen ein Hörverlust und es braucht nur der Verstärkung, in Anführungszeichen nur. Wenn man genauer hinguckt, ist das auch nicht ganz so, aber in erster Näherung schon. Dann kann es Probleme bei den inneren Haarzellen geben, da wird Verstärkung dann auch ins Spiel kommen. Wenn es denn so weit geht, dass gar keine inneren Haarzellen mehr da sind, dass wir von toten Regionen sprechen müssen, dann muss mit dem Frequenzbereich was passieren. Auch da haben aktuelle Hörgeräte schon Lösungen im Köcher. Wenn es die äußeren Haarzellen betrifft, dann muss man an Kompression denken, weil das Rekrutment, was da nun auftritt, muss irgendwie kompensiert werden. Frequenzauflösungsvermögen und Zeitauflösungsvermögen können dann auch darunter leiden. Es wird also zu klären sein, ob moderne Hörgeräte da eigentlich schon was gegen tun. Und wenn wir ein Stückchen weiter entlang der auditorischen Hörbahn gehen, dann geht es um Lokalisationsvermögen, um binaurale Interaktion, zentrale Enthallung. Ist eben auch schon angeklungen, gibt es das eigentlich in aktuellen Hörgeräten auch schon, zentrale Störschallunterdrückung, ja und ganz zentral Diskriminationsvermögen und die Fähigkeit der Objekttrennung einerseits und das Adaptationsvermögen an die jeweilig vorherrschende akustische Situation. Das sind sozusagen die Schubladen, in denen wir einordnen wollen, was moderne Hörgeräte denn so zu bieten haben. Und insofern ist es ja schön, dass Norbert Dilje ja schon einen Überblick gegeben hat, wie die Dinge funktionieren können, wobei da sehr viele Dinge dabei waren, die erst in zukünftigen Hörgeräten sein werden, aber auch sehr vieles, was in aktuellen Hörgeräten schon drin ist. Also gehen wir jetzt die Reise los entlang der aufsteigenden Hörbahn. Wenn es also um Hörverluste geht und um Schwellenverschiebungen, die entweder durch eine Schallleitung oder durch Ausfall innerer Haarzellen entstehen, gut, dann kommt der Student im fünften Semester zum Zuge, dann sagt man, Hörgeräte machen lauter, die verstärken.
die verstärken linear und dann kommt es noch, die müssten dann eigentlich auch, und das tun sie auch, frequenzabhängig verstärken. Das ist also schon eine ganze Menge und das Ganze kann man auch nachweisen. Also links der unversorgte Fall, also das Eingangsschallsignal, ein ISDS-Signal bei 65 dB dargeboten und auf der rechten Seite dann eben das Ganze, wie es in linearer Verstärkung aussieht. Aber Sie sehen, die Dynamik des Sprachsignals hat sich bei der Verstärkung eben nicht geändert, ist also eine reine lineare Verstärkung. Ganz simpler Fall. Das war der Student des fünften Semesters, klinischen Semesters. So, wenn es dann darum geht, dass tote Regionen vorliegen, dass also in gewissen Bereichen auch Verstärkung gar nicht mehr ankommt, weil da ist nichts mehr anzubieten, dann kann man entweder auf Lösungen der Implantationen kommen, über die noch zu sprechen sein wird, oder eben auch von etwas profitieren, was seit einigen Jahren auch in konventionellen Hörgeräten drin ist, nämlich Frequenzerniedrigung, indem man nämlich die Information, die in dem Bereich anfällt, wo der Patient gar nichts mehr hört, also keine inneren Haarzellen mehr hat, sozusagen eine Verschiebung vornimmt oder eine Kompression vornimmt. Das heißt also, der Frequenzbereich im nicht hörbaren Bereich wird hierhin komprimiert, erniedrigt oder das andere System, was bei anderen Herstellern angeboten wird, ist also eine einfache Transposition, eine Verschiebung. Daneben gibt es noch ein paar andere Ansätze, aber im Großen und Ganzen kann man damit dafür sorgen, dass die Information, die hier anfällt, überhaupt in den hörbaren Bereich kommt. Dem einen oder anderen hilft das, nicht allen. Ganz wichtig ist in dem Kontext eben, dass wenn so ein System genutzt wird, dass das dann regelmäßig getragen wird, denn ohne Training kann man natürlich mit der Information, die dann im falschen Frequenzbereich ankommt, natürlich auch nichts mehr anfangen. Auch das kann man natürlich sehr schön nachweisen, wenn man ein 6 kHz Schmalbandrauschen anbietet und einmal diese Frequenzerniedrigung aus hat, dann ist das Signal natürlich bei 6 kHz oder man kann es auch dahin verschieben. Also das Hörgerät tut tatsächlich das, was der Hersteller verspricht. Dynamik-Einschränkungen und Recruitment, das hatten wir schon angesprochen, ist im Wesentlichen den Defekten der äußeren Haarzellen zuzuordnen. Auch da kann das Hörgerät kompensativ wirken, indem eben frequenzspezifische Dynamikkompression angeboten wird, so wie es Norbert Dillier schon gesagt hat. Also auf der Ebene hat das Hörgerät wirklich noch was zu bieten und auch das können wir wieder nachweisen. Also hier wäre jetzt der Fall einer solchen Silbenkompression, links wieder das unverstärkte Signal, rechts das verstärkte und komprimierte Signal. Linear hätte es so ausgesehen und bei Kompression sieht man eben eine deutliche Dynamikreduktion gegenüber der Ursprungsdynamik. Ja, Frequenzauflösungsvermögen, da ist mir nichts eingefallen. Das ist noch Baustelle. Da stehen drei sozusagen ja, Bindestriche, da gibt es nichts. Und das Gleiche gilt auch für Zeitauflösungsvermögen. Also auf dem Sektor gibt es in modernen Hörgeräten noch nichts. Wird vielleicht mal kommen, aber ist sicher Zukunftsmusik. Jetzt gehen wir ein Stück weiter. Wir geben uns also auf die Hirnstammebene. Und da denke ich, ist allein die Idee, einem Menschen, der beidseits ein Hörproblem hat, auch beidseits Hörgeräte zu geben, ist also eine ganz großartige und ist also hinter der Idee, dass man es überhaupt erstmal lauter machen muss, die wir ja schon hatten, ist das mit Sicherheit das Zweitbeste. Ich will die anderen Dinge nicht kleinreden, aber wenn wir das nicht tun würden, dann würden wir also schon sehr viel verschenken. Also Binauralität erhalten, das ist also ganz wichtig. Darüber hinaus bieten einige Hörgerätehersteller aber auch andere Möglichkeiten an, das Richtungshören und das binaurale Hören noch zu unterstützen, indem eben entweder Außenohrtransferfunktion pauschal berücksichtigt wird oder besonderer Wert darauf gelegt wird, durch Ear-to-Ear-Lösungen, dass eben binaurale Unterschiede bezüglich Pegel und Zeit wirklich erhalten werden oder sogar verstärkt werden. Ist ja heute in einigen Beiträgen schon angeklungen. Und das würde ich dann schon in den Bereich der Substitution einordnen, denn hier machen wir etwas, was möglicherweise noch über das hinausgeht, was eigentlich nur Kompensation darstellt. Also wenn wir das System diesbezüglich nicht unterstützen, also diese interauralen Unterschiede eben nicht erhalten oder verstärken, dann die Ansprache von rechts hinten kommt und der Hörgeräteträger dann vorne rechts und links kommt, weil er eben eine Vorn-Hinten-Verwechslung macht, dann sollte es so sein,
wenn dieses Feature zugeschaltet wird, dass der dann tatsächlich irgendwie auch da hinguckt, wo er angesprochen wird. Wenn man allerdings in die Literatur schaut, um nach Evidenzen zu suchen, inwiefern das wirklich gut funktioniert, dann findet man also nicht allzu viel unterstützendes Zahlenmaterial dazu. So, zentrale Enthallung wäre also auch schon auf einer sehr hohen Ebene, und über Enthallungsalgorithmen ist im vorigen Beitrag geredet worden, aber die setzen eben doch schon ein echtes binaurales Hörgerät voraus, und das gibt es also in der Form in kommerziellen Lösungen nicht, da also auch wieder Baustelle und Fehlanzeige. Dann kommen wir zur Störschallunterdrückung, die eigentlich zentral erfolgt. Die können wir in der Form, wie sie im normalen System erfolgt, eben nicht nachbilden oder kompensieren, sondern eben auch nur in Anführungszeichen substituieren. Die Verfahren auch sehr schön von Norbert Dill ja schon dargestellt. Also zum Beispiel Einmikrofonlösungen, die davon leben, dass man also den Störschall in den Sprachpausen schätzt oder modulationsbasierte Störschallunterdrückung macht. Wenn also sozusagen die Summe von Sprache blau und Störschall rot auf die Frequenzbänder des Hörgerätes auftrifft und das Hörgerät eben Frequenzband für Frequenzband analysiert und klassifiziert, ist in dem Frequenzband Sprachmodulation drin, dann verstärke ich dich. Wenn keine drin ist wie hier, dann unterdrücke ich dich. Und das Ganze würde dann gut funktionieren, wenn es wirklich eine frequenzmäßige Unterscheidung oder separates Auftreten von Störschall in den einen Frequenzbändern und von Sprache in den anderen gäbe. Das gibt es in der Regel nicht, aber in den Sprachpausen, da funktioniert es ganz gut. Das ist vorhin schon angeklungen. Und das, was dann da rauskommt, ist im günstigsten Falle dann tatsächlich so, dass in den Pausen der Störschall reduziert wird und damit insgesamt die Dynamik etwas größer wird. Wenn man das Ganze dann in einem solchen, in einer solchen Perzentildarstellung anschaut und hat die Störschallunterdrückung ausgeschaltet, dann hat man am Ausgang des Hörgeräts eine solche Dynamik, die dann aber größer wird, wenn man die Störschallunterdrückung einschaltet, weil eben in den Pausen eine solche Störschallreduktion stattgefunden hat. Ein besseres S-zu-N kommt dadurch aber eigentlich nicht zustande, und die Patienten beschreiben das eher als ein ermüdungsfreieres Hören, mehr Hörkomfort, so könnte man sagen. Viel wirksamer sind dann also die Multimikrofonlösungen, die auch schon angeklungen sind. Und das Bild war vorhin auch schon da. Und die adaptiven Beamformer haben dann zudem noch die Möglichkeit, wenn sich der Störschall jetzt hier befindet, dann wird also jetzt hier die maximale Dämpfung eingeschaltet und es wird nach vorne gelauscht. Und wenn sich die störende Rednergruppe dann nach hinten bewegt, dann ändert sich sozusagen die Richtcharakteristik des Beamformers auch. Und es findet eine maximale Auslöschung der Störer hier statt und damit eben tatsächlich eine Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses. Leider aber auch nur in bestimmten Situationen, nämlich wenn wir da draußen in der Kaffeepause stehen und im täglichen Leben sonst nicht immer. Ähnlich ist es mit den Wireless-Lösungen, die auch schon angeklungen sind. Die helfen in speziellen Situationen ausgezeichnet, also wirklich um Klassen besser, aber eben nur in speziellen Situationen. In der Form, dass ich eben entweder Fernsehton oder HiFi direkt ins Hörgerät einspiele oder eben über einen Streamer, wie das die meisten Firmen machen. Zwei Firmen funken auch direkt ins Hörgerät rein. Ich kann also auch stationäres Telefon oder Mobiltelefon da ankoppeln, und ich kann natürlich hier auch ein Funkmikrofon verwenden, was dann damit auch eine sehr viel bessere Signal-Rausch-Übertragung oder ein sehr viel besseres Signal-Rausch-Verhältnis ergibt. Also das ist etwas, was sehr wirkungsvoll ist, aber leider auf diese hier genannten Situationen beschränkt ist und zudem natürlich auch noch extra Geld kostet, was dann auch dazu führt, dass es noch nicht so massenhaft angeschafft wird. So, jetzt sind wir schon sehr weit zentral. Und da geht es also um die Möglichkeit, Hörsituationen zu diskriminieren und Objekte zu trennen. Das kann entweder manuell in Form von Hörprogrammen passieren, so wie wir das eben kennen, dass wir hier mit einer Fernbedienung in verschiedene Hörprogramme reinschalten können, die für die verschiedenen Hörsituationen optimiert sind, oder indem ich hier an meinem Hörgerät auf einen Knopf drücke. Das wäre sozusagen die manuelle Variante, die hier durchschaltet und sich hoffentlich dann an der richtigen Stelle wiederfindet, was in der Praxis immer noch die große Frage ist.
weil es eben von den Nutzern sehr häufig manuell falsch eingeschaltet wird, gibt es heute eben auch Situationsklassifikatoren. Das heißt, das Hörgerät analysiert die Situation akustisch hier, in der wir uns jetzt befinden, und sagt, jawohl, wir sind jetzt in einer Situation Ruhe und draußen sind wir in einer Situation Stimmengewirr, und dementsprechend stelle ich Hörgerät hier dir jetzt meine Einstellungen ein. Das wäre also dann der automatische Fall. Auch ein ganz klarer Fall von Substitution. Längst nicht das, was unser Gehirn macht, wenn alles normal funktioniert, aber in jedem Fall eine deutliche Verbesserung gegenüber Systemen, die das nicht haben. Ja, dann fragen wir uns abschließend noch, auf welcher Ebene funktionieren denn diese Kompensations- und Substitutionsprozesse am besten, eher im peripheren Teil oder im zentralen Teil? Und da würde man ja sagen, ja, wahrscheinlich eher im peripheren Teil, denn da, das ist ja eigentlich nachvollziehbar, kommen wir dem, was wir sozusagen als Invertierung der Störungen erkennen, kommen wir dem noch am nächsten. Die Ergebnisse einer Studie, die wir zusammen mit den Kollegen Thomas Steffens und Aki Müller-Deile vor 2 Jahren gemacht haben, indem wir eben mal verschiedene Altersklassen von Hörgeräteträgern und Cochlea-Implantträgern verglichen haben bezüglich ihrer Performance. Die waren bezüglich ihrer kognitiven Eigenschaften, waren die gematcht. Gucken wir uns zunächst mal die Performance des Freiburger Tests in Ruhe an. Die gelben, das sind die CI-Träger, die blauen, das sind die Hörgeräteträger. Und zwar jetzt über viele Altersdezennien, so ab dem 60. Lebensjahr aufgetragen. Und da stellt man eben fest, auch bei verschiedenen Eingangspegeln, dass die Hörgeräteträger im Lauf der Jahre an Performance verlieren und interessanterweise die CI-Träger zumindest bis zum 80. Lebensjahr einigermaßen stabil bleiben, danach mag's abnehmen. Also die Vorstellung ist, wenn wir sagen, ja, es sind die kognitiven Probleme, die wir nicht kompensieren können, das scheint nicht nur der Fall zu sein, sage ich mal ganz vorsichtig, denn sonst dürfte dieser Effekt hier nicht eintreten. Und er ist auch kein Zufallsbefund, denn das Gleiche stellt man fest, wenn man Oldenburger Sätze im Störschall prüft. Da stellt man fest, dass die CI-Träger unabhängig vom Alter weitgehend die gleiche Performance haben und diesbezüglich da nicht nachlassen. Und ein Ansteigen der Sprachverständlichkeitsschwelle heißt natürlich ein Nachlassen. Das heißt also, die Hörgeräteträger sind in den jüngeren Jahren besser dran als die CI-Träger und mit 80 oder 85 sind sie sehr ähnlich. Wenn man das also jetzt sehr ernst nehmen würde, müssten wir alle 85-jährigen Hörgeräteträger mal schnell noch mit CIs ausstatten, damit sie jetzt sozusagen die letzten Vorzüge da noch mitnehmen können. Was ich damit sagen will, also die Vorstellung, dass die Kompensation im Bereich des Innenohres ja gut funktioniert mit Hörgeräten und dass man da nichts machen muss, die ist also sicherlich noch mal zu überdenken, denn wir stellen ja fest, wenn wir mit dem CI das defekte Innenohr überbrücken, bei gleichen kognitiven Fähigkeiten, wir plötzlich also doch viel besser dran sind als die Hörgeräteträger. Also insofern kann man daraus vielleicht den Schluss ziehen, dass Hörgeräte auch auf der Ebene der peripheren Kompensation noch sehr viel mehr dazu lernen könnten und dazu lernen sollten. Ups, das war zu viel. Damit komme ich auch zum Schluss und zu dem Fazit. Moderne Hörgeräte können also wichtige Funktionsstörungen des Gehörs kompensieren, nämlich den Sensitivitätsverlust, der schon von Plomb in 1978 als Abschwächungskomponente bezeichnet wurde, wie auch in Teilen die Verzerrungskomponente, also den Dynamikverlust. Trotzdem ist die Kompensation auf der peripheren Ebene bei weitem noch nicht perfekt. Außerdem können Hörgeräte heutzutage eben auch einige Funktionsstörungen auf höherer Ebene, nämlich Lokalisationsstörungen, binaurale Interaktionsstörungen, Störschallunterdrückungsprobleme, Diskriminationsprobleme, Objekttrennungsprobleme ein Stück weit beheben und substituieren. Aber andere Dinge, die ich auch klar angesprochen habe, die adressiert kein Hörgerät, was heute auf dem Markt ist, nämlich Frequenzauflösungsvermögen, Zeitauflösungsvermögen und Enthallung ist absolut noch Fehlanzeige. Und insofern wird also für die nächsten Generationen, die sich mit der Entwicklung von Hörgeräten befassen, noch sehr viel zu tun sein. Vielen Dank.